Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nicolaikom Trompetentraining und vor kurzem hat Dieter gefragt, welches Mittel denn am besten benutzt, um sein Blechblasinstrument von innen zu reinigen. Die Antwort ist ganz einfach, Dieter, und wir sollten es alle zu Hause haben, und zwar Spülmittel. Das heißt, du baust deine Trompete, dein Blechblasinstrument auseinander, nimmst alle Züge mit deiner Reinigungsspirale bzw. mit anderen Bürsten, die du dafür gerne benutzt, schäumst alles richtig gut ein, lässt das auch einwirken, arbeitest danach nochmal mit der Bürste nach. Ganz wichtig am Ende nochmal sauber und gründlich mit klarem Wasser durchspülen, alles abtrocknen, nochmal trocken üben, trocken spielen, damit sich auch wirklich alles überschüssige Wasser, auch das Spülmittel, was eventuell noch an dem einen oder anderen Position kleben geblieben ist, aus dem Instrument rauskommt. Ganz wichtig, einölen, einfetten das Instrument, damit auch wirklich alles gut gangbar bleibt und auch wieder wie am ersten Tag funktioniert. Für alles Weitere, also die Außenseite zum Beispiel des Stimmzugs und so weiter und so fort, nimm am besten auch wieder Spülmittel, lauwarmes Wasser. Das ist wichtig, dass es nicht zu heiß ist und der Lack dann dementsprechend auch nicht auf die zu heiße Temperatur reagiert, sich verfärbt oder eventuell an der einen oder anderen Stelle auch loslösen kann. Sauber machen mit Spülmittel, mit der etwas festeren Seite des Schwamms und richtig sauber schrubben, damit auch der Grünspan, eventuell Kalkablagerungen und so weiter und so fort, auch von diesen Stellen weggehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video schnell und gründlich zeigen, wie du dein Instrument am besten sauber bekommst. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin und ciao!